War schon lange nicht mehr im Schloss unterwegs, ne? Dann kribbelt es ein neu in den Fingern, das weiter zu erkunden. Wir haben noch lange nicht alles gesehen, aber es sieht immer noch, ey, es ist so cool, wie riesig das einfach ist. Okay, aber erstmal, geht die Quest nicht weiter jetzt plötzlich? Doch. Nee. Wieder Sebastian. Mann, ich will doch einfach mal die Hauptquest weitermachen jetzt. Aber ich habe Angst, dass ich diese hier verpasse. So, Isabella, klingt nach Thestral. Du meinst das Fohlen des Todes? Von vorhin? Ich habe deine Nachricht ganz überlesen. Ja, könnte sein, ne? Aber ich habe schon Thestral gefangen. Ich besitze einen Thestral. Er gehört mir. Ihr Handbuch ist ja wirklich. Es fällt auch in meine Handtasche, aber sonst geht's. Okay, wo komme ich jetzt nochmal in die Krypta? Ah, hier, genau. Ja, im Schloss verläuft man sich, sehe ich wahrscheinlich auch nach 100 Stunden noch. Das ist einfach so riesig, aber es ist so geil. Aber man kann angeblich, habe ich durch einen Spoiler mal irgendwie gesehen im Internet, man kann auch einen Phönix fangen. Als Tier. Marco, ist das Deutsch, was du da geschrieben hast? Oder was für eine Sprache ist das? Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Ah, irgendwie. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ja, aber mich nerven diese Hauself-Quests. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Du kannst warten, ja. Wenn du auf die Map drückst mit M und dann kannst du F drücken, dann wartest du. Oder Leerzeichen, Leertaste oder irgendwie sowas. Okay. Im Schatten der Mine. Das ist ja schon wieder Sebastian. Mir fehlen auch noch drei von diesen scheiß Schlüsseln im Schloss. Als ob man die jemals findet. Okay, dann machen wir jetzt diese Deke-Mission. Wenn Marco das unbedingt will, wollen wir ihn ja nicht enttäuschen, ne? Auf in den Raum der Wünsche. Hallo, Mr. Deke. Ich möchte Ihnen von einer Idee erzählen. Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Nee, will ich nicht. Das klingt nach einer guten Idee. Ja, die fliegenden Schlüssel. Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Was da noch diese, ich habe diese Quest noch, wo ich mir drei fliegende Schlüssel noch fehlen. Wenn wir die im Schloss. Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Thestrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Ah. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Thestrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Thestrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Thestrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deke. Nee, Kollege, gar kein Bock. Nee. Komm, wir machen alles nur Kobaldogak. So, wo ist Amit?
Aber der ist irgendwo, warte. Nein, der ist irgendwo im Schloss. Wir laufen jetzt einfach mal los. Jetzt einfach. Wir rennen jetzt einfach los. Kann ja nicht so weit weg sein. So groß ist das Schloss ja nicht. Guck, wir müssen da lang. Nö. Wir müssen sogar nach oben. Das heißt, kann echt nicht so weit weg sein, weil so weit nach oben geht's nicht. Okay. Noch höher? Nö. Das ist doch der... Amit war doch auch dieser astronomiefanatischer Typ, oder? Hallo. Hallo. Warum sitzt der auf dem Boden dabei? Mach das doch höher, bist du doof? Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Ich vertraue ihm aber nicht. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Ist Koboldogak nicht... Oh. Rebellion. Aha. Aha. 1800, ist klar, ist ja nah dran. Ist ja dicht dran. Okay, so. Ja, da war ich noch nicht. Cool. Dem Lodgok vertraue ich auch nicht, bin ich ehrlich. Der hat auch irgendwie Kobold-mäßig... Wo bin ich? Jetzt? Wer bist du denn? Sorry, dass ich einfach in dein Haus gerauscht bin. Ich bin schon wieder weg. In euer Haus. Sorry, da war noch einer. Was ist denn das da oben? Hier war doch auch irgendwo so ein Teleportationsdings, ne? Da. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, keine Lust zu. Okay, da ist wirklich eine Mine oder so. Da muss ich wahrscheinlich rein, ne? Gleich. Hallo. Mr. Lodgok. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdkot auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgannak und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha,
Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Der geht mir jetzt schon um den Sack. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was warum für schriftliche nicht? Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay. Ahmed und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Er darf nicht gesehen werden, lungert aber vor der Mine rum. Sehr auffällig auch noch. Naja. Also der... Ne? Stellen wir jetzt mal nicht in Frage. Diese Tür beobachtet uns. Ja, das tut's. Dann lassen wir das. Trick 17. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Kulturruine. So groß. Okay, dürfen wir jetzt tatsächlich nicht gesehen werden? Ups. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Was machen wir damit? Aha. Schlichtes Gerät. Tür auf. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Die Tür geht auf. Was ist das für eine komische Technik hier, die die haben? Richtig Gringotts-mäßig, aber es passt ja. Zu Kobolden. Hallo. Was kann ich damit machen? Was kann ich ziehen? Was passiert jetzt? Okay, da fällt Müll runter. Alles klar, geil. Okay. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es auch ganz anderes. Ah. Nee. Das bitte, danke. Bleib ganz ruhig, Ahmed. Ich bring dich hier halt wieder raus. Oh. Ich würde sagen, wir haben ihn erfolgreich verwirrt. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Oh, es sind noch ein paar mehr da. Die müssen sich mal verpieseln. Der sich im Kreis dreht, macht mir Angst. Da, guck, das ist ja rum, das ist ja unfair. Gerade eben hatte ich sie noch in der Hand.
Kriegt ihn nicht alle, oder? Der dreht sich wieder hierher. Jetzt dreht er sich weg. Passt auf, wo ihr hintretet. Petriticus Totalus. Gut. Oh, der ist in den Topf gefallen oder so. Ups. Mehr, als ich gewohnt bin. Was? Wieso? Sie leben? Hallo? Petriticus Totalus tötet doch nicht. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Was mache ich damit? Warum kann ich das ziehen? Wir kommen nicht weiter. Na klar kommen wir weiter. Ich bin unsichtbar. Mann. Ihr Spinners. Revelio. Confringo. Okay, warum können wir die ganze Zeit... Ich kann da oben hin. Da ist eine dicke Truhe, Leute. Scheiß drauf. Wir müssen uns irgendwie ergaunern. Aber hier können wir nicht... Aha. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, nu? Ah ja. Das Rätsels Lösung so einfach war. So. Hier ist eine dicke... Hier. Brauchen wir diese Truhe. Na geil, meine Ausrüstung ist voll. So eine Scheiße. Okay, kann ich jetzt das nicht mehr öffnen? Hä? Oder habe ich das jetzt einfach mitgenommen? Kann die nicht mehr öffnen? Wie dreist ist das denn? Na, scheiß drauf. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Als Maul, Amit. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Hatte ich auch nicht vor. Ich wollte auch schon was finden. Warum wurde die Musik gerade so dramatisch? Ah, da stehen welche. Wie hat er mich gesehen? Was ist mit dir? Das ist der letzte Anhänger. Wirklich faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Revelio. Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Ja, mein Schleichen funktioniert nicht mehr so. Okay, die bauen irgendwas. Die Kobolde bauen irgendwas. Ist alles noch so ein bisschen mysteriös, was die genau vorhaben. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen.
vielleicht einen Hochofen. Die suchen diese komischen Behälter oder was das ist. Wer ist da draußen? Das weiß niemand. Ein Scheiß hast du. Oben steht einer, der ist fies. Ja, der dreht sich aber auch weg manchmal. Mist. Sagen, Amit, sei nicht so eine Muschi. Wir müssen hier auch uns ein bisschen durchkämpfen, ne? Was kann ich hier jetzt wieder machen? Ups. Brengen kann ich's. Kann ich doch wieder irgendwas? Ach so, warte mal. Das und dann das. Und das müsste doch hier wieder das Tor öffnen, oder? Okay, da muss ich aber weiter, okay. Hier, schon mal gut zu wissen. Erstmal gucken, was es hier noch gibt. Mist, Tasche ist voll. Nervt. Nervt hat, dass du nur so mega wenig tragen kannst. Oh, der ist sogar besser als meiner. Ausrüsten. Ah ja. Okay, hier kann man nicht weiter. Das heißt, wir müssen zurück. Mega Power Truck. Okay, wo geht's? Geht's hier noch irgendwo weiter? Haben wir hier noch irgendwas? Hier geht's auch noch weiter. Aber nicht mehr wirklich. Da komme ich nicht durch. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich hier weiter in diesem Fluss. Uns jetzt nicht darin verfangen. Hä? Warum kann ich jetzt hier hin? Hä? Bombarde! Komm, trinken! Yeah.
leben müssen. Schlau. Was war das? Oh, das Gefühl, ich bin nicht allein. Es drehen sich plötzlich alle um, alles klar. Ist da jemand? Jetzt dreht sich keiner um, oder was? Ihr Schweine. Nee. Alles klar hier, falls das jemanden interessiert. Komm an. Ihr Schweinekobolde, ey. Ja, Schleichen hat gut funktioniert, Leute. Ich ehrlich. Wollte auch nicht mehr schleichen. Okay. Was gibt hier? Also. Da ist wieder ein Auge, was uns nicht durchlässt gerade, aber... Wo kommen wir denn hier hin? Ah, auf die andere Seite von diesem Gang, den wir vorhin gesehen haben. Aber hier haben wir doch gar keinen. Nee. Wo ist der Herd hierzu? Also der komische Kessel. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Confino. Accio. Ah, da kommt ein Lift. Aber wo geht's da hin, wenn ich da hinten hin muss? Ah, hier ist eine Sackgasse, ne? Oder? Ja. Das heißt, wir müssen erstmal hier hin. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Notgok Bericht. Ups. Ich bin gut im Herumschleichen. Glaub mir. Okay. Ja, wozu wollen Sie riesige Bohrer haben? Wozu könnten Sie riesige Bohrer bauen? Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Ach, Ami, du bist aber auch eine Heulsuse, ne? Wir kennen mein Gott. Pläne und können verschwinden. Ist echt so. Wir sind ihnen jetzt einen Schritt voraus, weil die Kobolde dämlich sind. Es gibt schon wieder zwei Wege. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr getarnt sein, oder? Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, aber das hier ist doch wieder...
Es ist doch wieder die andere Seite. Da war ich doch schon. Wo geht's denn hier lang? Na klar, ist hier eine verschlossene Tür. Jetzt alles. Jetzt muss ich doch nochmal immer wieder reinkommen. So ein Dreck. Ah, nur weil ich Alohomora noch nicht geskillt habe. Mann. Dammit. Das ist doch nicht der Ober. Ach nee, das ist der Amit. Können wir darüber reden, was gerade passiert? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Hä? Ohne das war doch kein Abenteuer. Das hätte in einem Harry Potter Buch nicht mal 5 Seiten gefüllt. Willst du mich verarschen? Mann, 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 ey. Die Leute sind aber auch verweichlicht, ne? Also, ehrlich. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Die Frau von Professor Fig. Miriam. Ja. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung... ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Breakbows Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Breakbow irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood.
Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Was denn für Behältnisse sucht er? In diesem einen Behältnis, was wir am Anfang hatten, war doch... Da war doch dieser Schlüssel drin, richtig? Und der Schlüssel führte nochmal wohin? Du wolltest gehen, du Schweinekobold. Hat mich verarscht. Wo führte nochmal dieser Schlüssel hin? Ha, weiß ich nicht mehr genau. Mist. Das ist trotzdem noch so riesig hier unten. Das ist so krass. Ich hätte auch noch so viel Nebenaufgaben zu tun. Okay, wo muss ich jetzt hin? Natürlich auf die ganz andere Seite der Welt. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor... Wer hier wohl wohnt? Ich würde so gern Quidditch spielen, ne? Ich hab so Bock drauf. Aber gib es nicht. Haben sie gesagt, nö. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Aha, ja, aber Sebastian, du bist ein böser Bub. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Ich hoffe, dass Quidditch als DLC kommt. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe. Und stell dir vor, du hast so Quidditch, wie so, also so ein Multiplayer oder so. Zum Triptychon? So, keine Ahnung, so 7 gegen 7. Untersuchen Sie es. Das wäre voll so geil irgendwie, keine Ahnung. Hätte ich voll... Anwesen. Wenn die das irgendwie geil umsetzen können, hätte ich da voll Bock drauf. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Okay, jetzt muss ich wieder in so eine Mine. Nee, ich muss da weiterhin. Oh, lass mich ran, da sind gleich Gegner, oder? Da vorne sind sie. Geh du voran. Okay, ich gehe voran. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Oh, es sind viele. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Das sind viele. Kann ich den hier oben eliminieren, ohne dass die anderen mich sehen? Kann ich. Okay, wie dumm die sind. Nee, hier ist keiner. Wie dumm die waren. What the fuck? Petrificus Totalus. Renrocks Anhänger. Einfach richtig alle eliminiert. Gut gemacht. Oh. So. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Vielleicht finden wir einen anderen Weg vorbei. Oh, ich kann hier hoch. Guck mal. Herumschleichen hat was für sich. Oh, schon wieder so eine fette Spinne. Wir kommen schnell voran. Ja, sehr schnell, ne?
Aussichtspunktmine? Sieht schon wieder aus wie so eine Kackspinnenhöhle. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Ups. War ich nicht. Ist vielleicht eine Gruft? Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Confringo! Komm zurück! Oh. Lieber nicht runterfallen. Sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Oh je. Na toll. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Ha, 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 ha. So. Confringo! Bäume. Geil, ich habe gerade Bäume gefunden. Nice. Das ist eine Truhe oder so. Auf der Karte sieht man das. Aber vielleicht ist die... Ist die irgendwie oben drüber oder irgendein Scheiß. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Was suchen wir jetzt hier nochmal? Warum sind wir hier? Ich habe die Story-Quest irgendwie so... Oh, jetzt rutscht wieder ein Fässer und alle wieder aufgeweckt. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ja, hättest du mal machen sollen, Sebastian. Eine Treppe beschwören. Reparo. Da ist doch irgendwas, ja. War das? Sebastian tot? Ah, immer diese Ausrüstung, ne? Ist schon nervig, dass man so wenig tragen kann. Am Anfang stört einen das ja nicht so, aber mittlerweile irgendwie... Aber ich hatte auch keinen Bock, nach jedem zweiten Rumlaufen hier oder nach jeden zwei Minuten Rumlaufen irgendwie in den Shop zu rennen. Und zu sagen, ich muss meinen Scheiß verkaufen. Und wenn ich jetzt was finde, ja, wenigstens blau. Sonst findest du auch, schmeißt du deinen ganzen Stuff weg und findest wieder irgendwelche grünen Kackhandschuhe. Hä? Ist tot oder was? Oh. Wie viel tausend verschiedene Spinnen gibt's denn? Zurück da, wo du hergekommen bist. Confringo.
Die Welt hat eine Spinne verloren. Und ich werde ruhiger schlafen. Die Welt hat eine Spinne verloren. Wenn er so ein Dichter wäre, der gleich darüber erstmal seine Memoiren schreibt. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch au. Den Krieg erklärt. Ah ja. Kleine Tiergehege-Dekoration. Oh, dicke Truhe. Au. Au, au, au. Lass mich los, du dumme Au. Du dumme Au. Ich laufe den ganzen Tag halt gefühlt. Eigentlich bin ich ja immer noch Schüler in Hogwarts, ne? Nicht so, dass ich irgendwie einen Unterricht müsste oder so, ne? Aber irgendwie juckt mich das auch nicht. Ich laufe den ganzen Tag nur in irgendwelchen Höhlen rum. Ja, ich bin der bessere Indiana Jones. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Wer ist da? Alles ruhig. Ja, what the fuck. Au. Wieso beschwört der da so ein Dings? Immer diese Felder, wo ist der Typ? Der das? Hat ein explodierendes Fass in die Fresse gekriegt. Nee, da hinten ist noch einer. Haha, den hat's in den Baum getrieben. Oh, jetzt haben wir noch Spinnen. Peace. Bitte, halt's Maul. Oh, eine große Spinne. Doch mal bitte. Hallo? Warum? Warum? Was hab ich? Ich will was ausprobieren und es klappt nicht. Bomb ich dir einfach weg. Hier haben wir aufgeräumt. Du bist nicht übel. Für ein Slytherin. Und als Ravenclaw musst du noch eine Menge lernen.
Komm, spring! Irgendwo müssen noch mehr sein. Oder? Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Confringo! Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Befindo! Okay, wozu brauche ich die Kiste? Confringo! Da kann ich, glaube ich, nicht rein. Brauchte ich die wirklich nur, um da oben hochzukommen? Dann habe ich das Spiel gerade ausgetrickst. Yay, weiter runter. Isidoras Tagebuch. Oh, davon haben wir schon andere Teile gefunden. Erstmal looten. Ich habe was gefunden. Oh. Ein Stück Leinwand. Das musste ich finden. Ups. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Lange war ich bewusstlos gewesen. Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer von Trauer. Aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isidora. Reveal. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Was ist das hier nochmal? Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn... Du hast schon wieder eine Verbindung zur Krypta von hier aus. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Ach so, das war dieses Triptychon. Okay. Und dann fehlt bestimmt noch ein Teil, ne? Du sagst, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Ah. Die schlechte? Eingeschlafen. Bedeutet noch mehr Ärger. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Albus Dumbledore. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Was ist denn jetzt passiert? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Aufs Maul. Was für ein Fiesling. Warum ist das plötzlich so eskaliert? Du Schwein. Bin ich mehr, jetzt nicht mehr dein Freund. Ich komme hier nicht raus. Ich hoffe, Professor Fitzgerald weiß jetzt Bescheid. Ich muss die nächste Prüfung schnellstmöglich abschließen. Ja, ist. Ach so, Fitzgerald ist die. Ach, die dritte Hüterin da. Stimmt.
Okay, eine dritte Prüfung kommt jetzt. Nice, Mann. Abfahrt, Leute, Abfahrt. Abfahrt. Okay, Fitzgerald. Nö, Treppe runter. Hier lang? Nee. Doch? Hier rein. Hier hoch. Hä, ich dachte, ich muss da lang. Weird. Ich teleportiere mich da einfach hin. Ich teleportiere mich einfach. Nee, warte mal. Da. Auf zur dritten Prüfung. Willkommen zurück. Danke. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich ja, so klingt sie auch. Den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. True, das kann ich mir vorstellen. Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Geil, Mann. Ich weiß nicht mal, wo das Büro ist, Alter. Bis dahin. Ich habe das Büro des Schulleiters habe ich noch nicht mal gefunden. Im Schloss. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? True. Ich weiß nicht mal, wo das Büro ist. Geil. Hallo. Hallo. Wir haben schon so viele Räume entdeckt, die echt cool sind, aber... Zitronensorbet. Sesam, tu dich öffnen. Das könnte auch das Passwort sein. Sind wir denn jetzt schon? Schlüssel. Schlüssel, hallo. Leg. Ah ja. Großartig. Es fehlen nur noch zwei. Hallo. Wo bin ich denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aha. Hallo, Homora. Ich weiß noch nicht genau, wo ich gerade bin, aber hier war ich noch nicht. Nee, hier war ich wirklich noch nicht. Bin ich? Eine Sphinx. Nee, wie kriege ich das nochmal?
Legion! Sind wir hier in Ägypten oder was? Aha. Ah. Diese Wände sehen auch immer verdächtig aus irgendwie. Keine Ahnung. Gibt es mehrere von. Oh, guck mal. Lumos. Kollege, wo musst du denn hin, Schmetterling? Alohomora. Gucken wir mal, ob der hier vielleicht rein muss. Wir denn? Rebellion. Da liegt irgendwas. Professor Binz. Oh. Ha. Es gibt hier schon Professor Binz. Das ist interessant. Bin ich hierher gekommen? Nee, ne? Ach, hier war ich schon mal. Das hier dürfte eigentlich höchstwahrscheinlich das Geschichte für Zauberei Klassenzimmer sein. Okay. Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickle sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Dass immer unterwegs die Leute irgendwie Nebenquests für dich haben. Ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Nein, ich will jetzt ins Büro des Schulleiters. Da ist eine Nebenquest. Nein, die nervt mich jetzt. Wo muss ich denn hin? Hier hoch. Okay, falsch. Darüber. Das Schloss ist so verwirrend. Okay, hier ist falsch. Ich muss anscheinend hier lang. Okay. Ach ja, ich muss ja erstmal mit Professor Fick sprechen. Stimmt, ich muss jetzt ja noch gar nicht direkt in das Büro, ne? Hallo? Ich sitze nur zufällig auf ihrem Boden. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Oh, tatsächlich? What the fuck? Du gehörst mir, Demigeist.